dann rollt hier eine wunderschöne BAI Hawk noch auf die Bahn. In einer Sonderlackierung, which has got BAI Hawk hanging off in a very special paint of the full size. So this paint, the Black Hawks are basically used by the trainer squadrons. And this was an anniversary paint. Really a very, very nice paint. With a pyramid on the vertical tail. And they are flying for Hammer engines. And, well, I don't know if it's Peter Brüsserhoff or Andreas Dulzlein. Anyhow, it's a 1x3.5 Tomahawk design hawk. And it is powered by an IQ Hammer turbine with about 20 kilograms of thrust. Ja, Josef, da haben wir eine wunderschöne Hawk. Ich habe gerade in Englisch gesagt, in den Farben der Trainerstaffel. Das sind normalerweise schwarz lackiert. Und hier aber in der Sonderlackierung, in der Pyramide, in den englischen Farben dann auf der Rumpfoberseite. Und angetrieben wird diese Maschine durch eine IQ-Hammerturbine. Und das scheint ein ganz schöner Hammer zu sein, der da drin ist. Ja, immerhin 20 Kilo plus ist bereits. 20 Kilo ist die Rennleistung und die geht auch höher bei einer maximalen Drehzahl von 124.000 Umdrehungen. Leerlaufdrehzahl 36.000 Umdrehungen. Abgastemperatur 720 Grad. Und IQ Hammer fertigt hier auch einen eigenen Regler oder Lenkanlage. Das Ganze für 2390 Euro, ein Komplettset mit allen Zubehör. Ja, natürlich wie immer Informationen hier an den Beständen hier auf der Messe in diesem Jahr bei IQ Hammer oder Jet Italia. Ja, das ist der Slot, in dem wir uns zurzeit befinden. Wir hängen jetzt etwas, ist aber nicht schlimm, gleich bekommen wir das Ganze wieder auf die Bahn. Das ist ja immer live, was wir hier machen. Das ist jetzt nicht zusammengeschnitten, wie manchmal im Fernsehen. Und, dafür klappt das immer wieder perfekt hier vorne an der Flagge. So, der vorletzte ist gelandet, jetzt die letzte Landung aus diesem Slot, dann haben wir die durch, diese wunderschöne große Hawk. Ja, zum Glück Fahrwerk ausgefahren, alles wieder perfekt, also im Einfahrvorgang war was nicht in Ordnung. Sind manchmal nur Kleinigkeiten, die dazu führen, dass ein Rad draußen bleibt.